Die Ankunft des ersten großen Gegners. Manchester City will die Bayern-Dominanz der letzten Wochen durchbrechen. Dazu ist die Partie eine Vorentscheidung um den Gruppensieg. Sollten die Bayern triumphieren, wächst der Abstand zum wohl größten Konkurrenten auf nicht weniger als 5 Punkte. Klar steht City ein bisschen unter Zugzwang, aber ob sie jetzt unbedingt richtig offensiv spielen werden, das weiß ich nicht. Sie wissen natürlich auch, dass wir offensiv starke Spieler haben und auch viele Tore in den letzten Spielen geschossen haben. Wir haben auch bis jetzt noch keine Mannschaft gehabt, die uns wirklich in die Defensive gedrängt hat und vielleicht wird es morgen auch erst einmal der Fall sein. Die Bayern sind gewarnt. Trainer Roberto Mancini liegt mit den Citizens auf Platz 2 in der Premier League, punktgleich mit Tabellenführer Manchester United. Ihr Trainer hat es auch besonders in dieser Saison verstanden, die sehr viele und großartige Individualisten ins Team einzugliedern. Die Mannschaft spielt sehr homogen, mit sehr viel Spielverständnis untereinander. Und ich muss sagen, ich habe mir gestern und heute 2 Spiele angeschaut und bin beeindruckt. Einer wird den Trainer der Bayern besonders beeindruckt haben, Edin Dzeko. Der Ex-Wolfsburger scheint bei City so richtig angekommen. 6 Tore in den ersten 5 Saisonspielen. An Gastspiele in München hat er jedoch keine guten Erinnerungen. Ich habe jedes Mal verloren und das war, also kann man sagen, habe negatives Rekord gegen Bayern. Also muss man alles geben, das zu ändern. Aus Münchner Sicht sollte sich das besser nicht ändern. Sonst ändert sich am Ende auch noch etwas an der bayerischen Dominanz. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag immer 18:30 Uhr auf Sport 1.